Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Achso, ich habe mich gerade gefragt, was hat das genau getan? Es ist eine Minute her, dass ich die letzte Folge gemacht habe und ich habe es schon wieder vergessen. In der letzten Folge haben wir Agrobar besichtigt und sind Motorradrennen gefahren. Ja, wir waren auf dem... Genau, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Wir waren doch eigentlich voll benachteiligt, oder? Wir sind als Motorradfahrer gegen gegen sechs Autofahrer angetreten. Ich glaube nicht, dass das normal ist bei einem Rennen. Das ist ja so ein bisschen wie mit Boxen, oder? Da gibt es ja auch die leichte Klasse, schwere Klasse. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo schon mal das gesehen zu haben, dass Motorradfahrer gegen Autofahrer ein Rennen gefahren haben. Also zumindest... Oh, oh. Auf... Scheiße. Ich hätte einen auf den hier machen sollen, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Zumindest auf legaler Ebene. Ja, genau, das haben wir dann so ein bisschen geschafft und haben mit Dinko Dile reden dürfen. Der möchte die Kristalle, Edelsteine der Eiszeit haben. Also ich suche immer noch so ein bisschen das Eis in der Zeit hier. Das ist eher so das komplette Gegenteil. Und, huch. Seine Stimme hat mich an den zynischen Otaku erinnert und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen weiterziehen. Ja, er hat dann irgendwann kurz vor den Wahlen so ein Video gemacht, wo er quasi über jede Partei geredet hat. Und er hat im Grunde fast jede Partei kritisiert und ist nur so, so ganz... Waren das gerade auch wieder Affen? So ganz oberflächlich drüber gefahren über die Parteien. Zum Beispiel bei den Grünen, ja, das ist halt die Partei, die sich für Bäume einsetzt und so. Also richtig, richtig oberflächlich hat er das gemacht, was er ja sonst nie in seinen Videos gemacht hat. Und die Leute haben ihn dann natürlich alle gebasht, logisch, ja. Ich meine, wie viele Parteien gibt es da draußen? Also klar, es gibt die 5, 6, 7 Parteien, die jeder kennt, aber es gibt ja dann noch die Piraten und die Arbeiterpartei, glaube ich. Oder war das eine alte Partei? Also es gibt ganz, ganz viele unbekannte Parteien. Und ja, ich meine, bei 20, 30, 40.000 Abonnenten, da gibt es dann wahrscheinlich, kommt dann aus jeder Partei jemanden und der disst dich dann halt. Hier weiß ich auch, dass wir so eine Fähigkeit kriegen, glaube ich, mit der wir dann dahin können. Also es gibt auch dann tatsächlich ein bisschen Backtracking, was wir natürlich nicht machen werden. Dann später in der Insane Trilogy. Und jedenfalls, das Lustige ist, dass er am Anfang dieses Videos ist, gesagt hat, huch, das war knapp, ja, es ist ja die Zeit der Wahlen und um da jetzt mal ein paar Abos abzugreifen, habe ich mich entschlossen, ein oberflächliches Video über die Parteien zu machen. Sprich, er hat in den ersten Sekunden hat er quasi schon gesagt, dass man das Video... Huch. Okay, das ist aber eigentlich Licht, oder? Das sind keine Schalter. Das bloße Licht löst die Falle aus. Mein Gott, die Ägypter, die waren aber sehr pfiffig. Ja, andere Leute versuchen jahrzehntelang Solarenergie zu schaffen und die haben damals die Sonne benutzt, um Fallen zu erschaffen. Coole Leute, Mann, coole Leute. Ja, ne? Das Video sollten sie nicht ernst nehmen und er hat da, glaube ich, mehr verloren als gewonnen und das war so das Letzte, was ich mitbekommen habe. Danach war er dann schätzungsweise weg, also ich weiß nicht. Es gibt da natürlich wie bei jedem anderen YouTuber auch Spekulationen und Gerüchte, dass er... Huch! Das ist übrigens das, was ich meine. Moment! Dann ist das ja... Weiß ich, dann müsste das ja theoretisch in der japanischen... Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Das, wie wir den Zustand, den Crash gerade hatte, so wie wir das jetzt hier gesehen haben, so war das, wie gesagt, im zweiten Teil nicht in Japan. Die Frage ist natürlich, ob sie das im dritten auch wieder gemacht haben. Ich meine, das ist ja nur ein Jahr vergangen. Wahrscheinlich haben die Morde in dem Jahr auch nicht unbedingt aufgehört, oder? Die Japaner werden sich ja nicht, oder waren das die Chinesen? Die werden sich ja nicht so hingestellt haben von wegen, oh ja, der Mörder hat jetzt aufgehört, okay, jetzt haben wir kein Problem mehr damit. Was wollte ich sagen? Ja, ja, es gibt natürlich da auch viele Gerüchte und Spekulationen, dass er gar nicht so ist, wie er immer tut, bla und Keks. Also das war jetzt kein bekannter YouTuber, ich würde schon sagen, dass es ein neuerer war, der sich halt schon hochgemausert hat. Und natürlich findet man, wenn man ihn
googelt immer noch Videos von ihm und Ausschnitte. Er war ja dann auch in Livestreams und so. Aber das nun mal so. Ja, wie bin ich jetzt nochmal drauf gekommen? Ach ja, Dingo Dial und seine verkackte Stimme. So, ist das jetzt das zweite oder das dritte Tiger-Level? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, ob ich... Vielleicht denke ich jetzt auch unterbewusst an dieses Jetski-Level. Da haben wir auch mit Coco gespielt. Interessant. Diesmal natürlich bei Nacht. Die Drachen hier haben wahrscheinlich auch mit irgendeiner Mythologie aus Japan zu tun, würde ich mir vorstellen. Die erinnern mich so ein bisschen an diesen Mushu. Ich glaube, der hieß Mushu von Mulan. Der, ja, ich denke, das ist, hat irgendwas Tiefgründiges an sich hier. Das ist auch der schicke Pixelmond dort. Gott, ihr habt ja auch einen Job hier, ha? Müsst ihr irgendwelche Sachen die Mauer entlang tragen. Also, der Typ da. Ich denke mal, da ist... Nee, ich wollte gerade sagen, da ist Wasser drin. Nee, das sah nicht nach Wasser aus, nach Steine. Nach Steinen sah das aus. Oh Gott, ich mache immer wieder denselben Fehler. Okay, es tut mir leid. Dann halte ich mich weiter links. Wenn ihr ein Problem mit meiner rechten Einstellung habt, lul. So, jetzt aber. Meine Fresse. Einfach nur minimal konzentrieren, Herr Ravon, dann geht das schon. Ui, oh nein, da bin ich zu zeitig gesprungen. Das sah 3D-technisch habe ich mich da ein bisschen verschätzt. Eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, ist die Tatsache, dass, wir sehen es ja auch hier im dritten, die Leben, das Lebenssymbol, immer noch den guten Crash zeigt, statt die liebe Coco. Das ist dann in der Insane Trilogy auch so. Also, ich kann es, sag ich mal, hier verstehen, dass man da den Fehler gemacht hat. Aber so Insane Trilogy tastisch kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich meine, man hat ja Coco komplett implementiert in allen drei Teilen. Wieso hat man da nicht zu Ende gedacht? Ich meine, gut, das ist jetzt wirklich eine Korinthenkackerei. Ja, das tut jetzt niemandem weh. Das schadet niemandem, aber ich meine, ich denke jetzt spontan mal an die weiblichen Spieler. Also man kann sich ja wirklich mit Coco assoziieren. Und da, ja, ich meine, auch wenn ich Coco spielen würde, mich würde das total abfucken, wenn ich da die ganze Zeit sehe, dass Crash da oben ist und ich Crash-Leben einsammle. Ich bin fucking Coco, nicht Crash. Habe ich alle eingesammelt? Nee, es sah gerade so farblich aus. Hat aber tatsächlich getäuscht. Yay! Buschel, Knuffel, Duffel. Schade, dass er nicht mitkommt. Was macht dieses kuschelige Tier eigentlich, nachdem wir gegangen sind? Ist doch traurig, dass er da dann alleine verweilen muss. Aber er scheint ja immer wieder den Weg zu finden und klarzukommen. Sonst würden wir ihn nicht immer wieder finden. Okay, Dingo Dial oder Dingo Deal? Nee, Dingo Dial. So haben sie es zumindest bei Crash Bash immer gesagt. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Ja. Die Kristalle der Eiszeit vor allem. Definitiv. Oh, Pinguin! Was hast du da auf dem Kopf? Kommt nur her. Ich werde euch rösten. Hast du seinen Kopf abgekuckelt? Oh mein Gott, diese Musik. Die Musik! Oh mein Gott! Das ist genau dieses Lied haben sie bei... ja, fast genau. Okay, dieses Geklimper ist da ein bisschen anders. Das haben sie bei den Auto-Minispielen genommen bei Crash Bash. Wie sieht's aus? Muss ich warten? Jetzt oder? Okay, gut. War mir jetzt nicht sicher, ob ich erstmal warten muss, bis der da seine Nachladephase hat oder so, aber kann ja gar nicht sein. Das ist ja
keine Shotgun oder so, ne? Hat er mich eigentlich gerade getroffen? Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe gar nichts, okay. Ja, ja, man könnte sich das Leben wieder so einfach machen, wenn man eine fucking Maske hätte. Glaube ich zumindest. Vielleicht sind die auch deaktiviert in den Bosskämpfen. Gut, ich laufe dann einfach... Oh nein, 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 nein. Der Bastard, der... Er ist intelligent genug. Ja, darauf zu reagieren. Okay, mein Fehler. Ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Okay, jetzt so, ja. Halt einfach so. Das ist doch nicht so schwierig! Oh mein Gott, das war knapp. Jetzt bitte keinen Schaden nehmen. Sicherheitshalber bei den Kristallen bleiben. Ja, und den ganzen Spaß dann noch halt zweimal tätigen. Ist doch jetzt nicht so dramatisch, oder? Oh oh. Oh oh. Oh. Schneller als ich laufen kann, ne? Ja. Ist der Strahl stärker geworden oder täuscht das? Hui! Zack! Oh Gott, das sind jetzt aber mehr Kristalle, oder? Ja, Schussrate erhöht! Ui, ui, ui. Oh nein! Oh Gott, wie knapp! Oh Gott, dann macht das aber wieder spannend, Mensch. Okay, jetzt habe ich dich. Gotcha, Bitch! Yay! Lul! Puh. Das war schon nicht schlecht, nervenaufreibend. Hast mich erledigt, Kumpel. Aber bald steht dir viel Schlimmeres bevor. Jetzt rächt sich der Pinguin dafür, dass du seinen Schädel abgefackelt hast. Doppelter Sprung. Für doppelt hohen Sprung drücke Sprungtaste X. Am hochsten Sprungpunkt drücke nochmals X. Gott. Dass die Leute einfach mal davon ausgehen, dass man einen Drucker zu Hause hat. Phänomenal. Dieses Bildbugs, ey. Okay, damit hätten wir dann den zweiten penetriert. Warte mal, hatte der jetzt nicht auch mehr Leben? Mehr Leben, mehr Level. Lass mal nochmal gucken, bevor ich es vergesse. Also die Namen. G-Wiz. Okay, verdammt, Wizard heißt es wahrscheinlich. Wenn das jetzt mal übersetzt. Hang them high. Ja, hängen sie hoch, weil wir ja auch da viel klettern mussten. Hogride ist natürlich, erklärt sich von selber, schätzungsweise. Alle Schweine auf den Straßen. Tomb Time. Ja, weil Tomb, Grabräuber, grabräuberische Aktivitäten natürlich. Und Midnight Run, der Mitternachts... das Mitternachtsgerenne erklärt sich natürlich auch von selber. Okay, was hatten wir hier? Toad Village? Toad? Denke da an Toad aus Mario. Pilz? Dorf? Waren da Pilze? Oder ist Toad jetzt einfach ein... Keine Ahnung, ich schreib's hin, wenn ich es nicht vergesse. Unter Druck macht Sinn, weil wir... Unter Wasser gibt's ja auch einen gewissen Druck. Orient Express, das geht auch, sage ich mal, klar. Klar sich auch von selber. Bone Knochengarten, ja, das macht auch Sinn wegen den Dinosauriern. Und Making Waves, Wellen machen, ja, ist auch selbsterklärend. Aber finde ich recht sympathisch, die Namen. Ich meine, sie hätten es ja auch Wald 1, Pyramide 1 nennen können. Aber das hat was. Okay, was haben wir hier? Dino Nacht oder Dino Macht? Ist das ein N oder ein M? Dynamite. Dynamite. Das ist doch schon wieder ein verkacktes Wortspiel. Ach, guck mal, da gibt es sogar auch zwei Kristalle. Edelsteine. Dynamite wegen Dynamit. Na, haben wir alten Beutelratten das nicht weit gebracht?
Ich bin Dr. Nefarious Tropy, Herrscher der Zeit und Erfinder eben jener Zeitmaschine, die ihr hier vor euch seht. Uka und Dr. Cortex schicken mich, um diese Scharade zu beenden. Mit den Kristallen kommt ihr hier nicht raus. Nur über meine Leiche. Hat er gerade checken gesagt? Nee, schicken mich, ne? Checken mich. Sie checken mich ab, ob ich es auch schaffe. Sie nehmen mich auf. Ich bin gerade live on camera. Ja, Dynamite wird natürlich anders geschrieben, aber selbe Aussprechweise. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist ja derselbe Sprecher wie... Geht es nicht? Was? Achso, ich habe jetzt den verkackten Doppelsprung. Selbe Sprecher wie Cortex. Was passiert da hinten? What? Oh mein Gott! So sah Crash. Huch! So sah Crash im Dino-Zeitalter aus, oder was? Heilige Scheiße, das ist ja richtig verstörend. Wer kommt denn auf sowas? Ah, da nein! Ich dachte ja in dem Moment, dass es sich vielleicht aufhört zu drehen. Hat eigentlich das Handy schon geklingelt? Nee, okay. Ich kann ihn auch nicht umgehen. Geht doch, meine Fresse, ey. Ja, mit dem Doppelsprung ist das natürlich angenehm. Dann kann ich dich nicht doch überspringen? Nee. Nee, nee, nee. Da fragt man sich dann schon, okay, passt das jetzt? Ist es auch nicht zu OP? Also ich bin gespannt, ob ich das irgendwie noch ausnutzen, missbrauchen kann. Huch. Das sah gruselig aus. Ja, hier, wenn wir da irgendwie einen Edelstein oder so hätten, dann könnten wir da wahrscheinlich irgendwie einen Bonus-Shit machen. Also es war ja dann im ersten und zweiten auch so, dass du da grusel ich mich dann ein bisschen vor in der Insane Trilogy. Da ist es teilweise so, dass du... Achso, ich kann auf dich reiten, oder? Dass du gewisse Level noch nicht auf 100% machen kannst, wenn du andere Level noch nicht auf 100% gemacht hast. Also sprich, es kann sein, dass du... Oh nein, das ist doch schon putt. Also bräuchte ich den gar nicht zwingend. Es kann dann sein, dass du Level 2 erst auf 100% machen kannst, wenn du Level 8 gemacht hast, weil du in Level 8 was für Level 2 freischaltest, ne? Also das wiederum finde ich ein bisschen scheiße. Aber naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Notfalls guck ich mal. Notfalls wird gecheatet. Aber naja, meistens ist es dann so, dass diese Edelsteine sich dann auch farblich von den anderen unterscheiden. Also wenn du dann einen roten einsammelst statt einen grünen, dann weißt du, okay, in irgendeinem Level habe ich jetzt das da freigeschaltet. Huch. Warte, geht das auch so? Ach ja, der Doppelsprung. Ja, wollte schon sagen. Ist doch hier wieder Bonus, ne? Okay, okay. Was hängt da? Ach ne, ist das Wasser, was da ist? Das Weiße da? Oder der Stein sabbert. Das kann auch sein. Das ist, eine Möglichkeit, die durchaus bestehen kann. Im Mittelalter haben auch die... Im Mittelalter... Nee, das ist noch ein bisschen früher. Im Dino-Zeitalter haben auch die Steine gesabbert. Was ist da? Soll ich da... Was genau soll ich da tun? Oder ist das ein Indikator auf diesen Platscher, den ich gemacht habe? Hm, keine Ahnung. Naja, gut. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Crash Bandicoot 3. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir die Level von Dr. Nefarious mehr oder weniger über die Bühne kriegen können. Na, dann wird das wahrscheinlich... Ich bin immer noch, wie gesagt, verwirrt. Wegen der Tatsache, dass es mehr Relikte zu scheinen gibt als Kristalle. Aber ja, ich meine, wir kämpfen ja jetzt schon gegen den, der für die ganze Scheiße hier verantwortlich ist. Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich wirklich nicht mehr als
Ah, nein, 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 nein. Bonus. Bonuslevel, Bonuslevel. Ich glaube, da war irgendwas. Ich glaube, hier gibt's Bonuslevel. Okay, ja, dann passt es. Ja, dann passt es doch. Okay, ich habe nichts gesagt, aber trotzdem 25 Level. Ja, naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.